Hallo und willkommen auf einer Aua-Runde auf Gollihausen. Entschuldigung für das Aua, das ich jetzt hier gerade mal so, aber Krümel ist der Meinung, hier rumzuzicken. Die zickt hier gerade ein bisschen auf meinem Schoß rum. Kleine Diva, die. Aua, jetzt hör auf zu beißen. Das fängt ja schon mal gut an hier mit dem Stream. Ja. Also nochmal, oh Mann, hallo Anstaltsleitung, hallo Grommer. Wie, da stimmt mein Text nicht im Titel. Geht doch, Map Ollihausen. Was meinst du jetzt, Grommer? Jetzt bin ich leicht verwirrt. Ich hab doch extra Ollihausen, Map Ollihausen. Was habe ich gesagt? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich wieder planlos. Aber planlos ist doch nur dienstags und freitags. Gut, fangen wir an. Also, wir spielen heute auf. Also, ich spiele heute wieder auf der Ollihausen rum. Kann nicht sein. Ich habe. Ach. Ich habe vergessen. Ja. Ich habe diesen Titel. Können wir nochmal anfangen, bitte? Ich habe den Titel eingegeben, aber wenn man nicht fertig drückt. Dann funktioniert das nicht. Entschuldigung, ich lache mich gerade. Also, es läuft, es läuft, es läuft. Gut, jetzt sollte es aber passen. Oh Mann. Ach. Nee, läuft. Es läuft. Das kommt davon, wenn man nicht zu seinen vorgegebenen Uhrzeiten, ne, streamt. Also so, wie man das gewohnt ist, um 17 Uhr, 17:30 Uhr. Ja, gut. Danke für den Hinweis. Ja, stimmt, der wird sich. Ja. Ach. Es wird ihm wahrscheinlich gleich brühwarm erzählt werden, wenn er online kommt. Also Superplus wollte ja heute streamen. So circa ab 16 Uhr, 16:30 Uhr. Ich mache so lange bis dorthin. Also bis er dann anfängt. Und dann raide ich dann zu ihm rüber. Dann habe ich ja auch meine 3 Stunden voll und dann sollte das reichen. Und ihr seid den Nachmittag und Abend versorgt, wenn ihr so lange aushaltet mit uns oder mit mir jetzt alleine erstmal. Oh Mann. Gut. Ich glaube, jetzt können wir anfangen, ne? Musik läuft. Selbe. Nicht selbe, sondern wieder dieselbe Playlist, aber nicht die, hoffe ich mal, nicht dieselben Titel. So, ich bin hier auf Feld 15, habe 99%, hat er den von dem Auftrag geschafft. Jetzt müssen wir eben mal gucken, wo noch die Ecken frei sind. Dass ich hier auf 100% komme. Ich hoffe, das klappt noch mit 100%. Ah, hier haben wir noch ein schönes Stück. Ich glaube, das sollte dann reichen, dass wir dann hier die 100% haben. Alpe natürlich die anderen Felder mit erstmal, ist ja auch egal. Immer noch nicht 100%. Geschafft. Sehr schön. Da drauf erstmal einen Schluck Kaffee. Prost. So, gut. Nachdem wir jetzt die Anfangsschwierigkeiten mit meinem Stream geklärt haben, mit dem Streamnamen und auch jetzt erstmal von meinem Schoß verbannt ist,
hoffe ich mal auf einen schönen, gemütlichen Nachmittag. Ah, das war jetzt echt mal richtig klasse, ne? Mit dem Stream-Titel. Das läuft. So, dann schauen wir mal. Haben wir denn noch Kalkaufträge? Wir haben Düngen, Ernten, Pflügen, Pflügen. Hm. Den können wir abschließen. Den hier zu ernten. Nee, das ist alles nicht meins, alles nicht mit den Geräten, nö. Oh, ernte Kartoffeln auf dem Feld 51, abonniere hier in Kartoffelproduktion. Oder probieren wir es doch mal. Aber ich habe das noch nie. Ich bin, dann würde ich erfahren lassen, ne, mit Cosplay. 32.000 ist natürlich verlockend, aber da ist man ein paar Stunden beschäftigt mit. Aber das könnte ja nebenbei laufen. Aber ich weiß nicht, ob der Mac um die Kurven kommt. Weil der ist auch ziemlich groß. Hat den schon mal einer auf der Ollihausen probiert? Machen wir es oder machen wir es nicht? Was meint ihr? Wollen wir es testen? Ich würde mal sagen, den Feld 51 ist das weit vom Händler weg, weil ich muss ja das, den Kartoffelernter auch dahin bekommen, ne? Oh. Okay, wäre fast nur gerade. Ach komm, wir probieren es. Ihr wollt doch nur Unfälle sehen. Apropos Unfälle, ich weiß nicht, Anstaltsleitung war ja noch gestern da. Ich habe auf der Thüringen jetzt meinen Hackschnitzelabfuhr so weit automatisiert mit Autodrive, das Überladewagen. Also ein Überladewagen ist jetzt getestet, dass der zum Zug fährt. Der Zug dann automatisch beladen wird und der Zug dann automatisch mit Autodrive zum Export außerhalb der Karte fährt und dann wieder ablädt und wieder zurückkommt. Am Freitag gibt es die Auflösung, ob es auch mit mehreren Überladewagen funktioniert. Ich bin gespannt. So, Vertrag akzeptieren, dann machen wir doch mal 51. Nein! Ich habe vergessen, Geräte auszuleihen. Oh. Kommt er wieder? Kommt er wieder? Ich glaube nicht. Müssen wir warten. Das war natürlich jetzt ganz blöd, ne? Das sieht doch, dann nehmen wir den erstmal. Geräte ausleihen. Feld 40. So, hier war doch noch was zum Kalken jetzt, ne? Jetzt auch abgeschlossen. Lohnt sich das nicht? Wir warten erstmal. Wir machen jetzt erstmal Feld 40, habe ich jetzt, ne? Feld 40. Dann. Och. Ist da nicht weit weg, ne? So. Pack mal hier ein. Komm ich da nicht hin. Naja.
Superstärke an und Renngeschwindigkeit an. Na. So, mal schauen, ob der alleine zum Feld 40 kommt. Wo sind denn die Felder? Da unten. Feld 40. Das ist mal ein schönes Gespann. Das sollte funktionieren. Hoffe ich doch mal. Hat das ja echt geklappt, ne? Da war ich ja echt. Du sagst nein? So, wo wollte der denn jetzt entladen? Der wollte entladen. Rossis Hotel. Ah. Das heißt, wir können ihn eigentlich direkt einstellen. Feld 40. Bretter abfahren. Na, da war doch das Icon jetzt gerade. Ah, wieder dran vorbei, lol. Feld 40, Handel, Verkauf, Rossis Hotel. Dann lassen wir ihn mal. So, dann schauen wir doch mal, wo jetzt er ist. Wie? Beide. Hey, jetzt habe ich aber einen Unfall gut, ne? Ich hätte mal selber direkt hinfahren sollen. Das wäre, glaube ich, um einiges einfacher gewesen. Ach, ich muss das Cooldown noch bei Stream Elements einstellen. Jetzt ist. Die ist doch jetzt ausgeklappt. Ist ausgeklappt. Boah. Ihr werdet aber langsam, ne? Ganz schön kleinlich. Ein bisschen komisch aus, ne, die Textur. Aber egal. Wie gestern. Ach, ihr habt nur nicht auf. Ihr wart nicht nachsichtig, ihr habt nur nicht aufgepasst. So, jetzt wollte ich für den Kurs machen. Ne? 2,7 Meter hat er gerade. Oh. 5 Vorgewände.
Weich oder rund? Das steht. Ja, eher mehr, ne? Wie mit der T-Rex gegen unzählige Bäume gefahren. Ich musste die doch häckseln. Ja. So, dann schauen wir mal, ob er jetzt vernünftig macht. Gut, das sieht gut aus. Dann haben wir jetzt Ämchen schon als. Was macht er hier? Och nö, ne? Warum steht er? Naja, aber er hat keinen Unfall gemacht. Er wartet nur. Er wollte nur abkürzen. Und hat dann doch festgestellt, dass seine Laterne ist. Gut. Dann haben wir doch noch den einen auch schon beendet, ne? Willkommen in Ihrem Fan. Der ist fertig mit seinem Fliegen. Jetzt müsst ihr mal im Hintergrund auf meine Kamera achten. Die Katzen flippen gerade, die laufen gerade oben über den Catwalk lang. Nur so Batman. Und Krümel sitzt da jetzt auch gerade. Der wird gerade blockiert schon. Wo will der hin? Warum wird er hier blockiert? Kommt er nicht lang wegen dem Ast? Nee, der sitzt immer noch im Hintergrund. Man sieht es direkt über meinen Kopf, der schwarze Fleck. Das ist Batman, der sitzt da oben noch und... Das ist ja jetzt hier doof. Mache ich denn jetzt hier? Selber fahren, ne? Jetzt kommt Krümel hinterher. Jetzt sind sie über mir. Die können ja oben einmal komplett rumlaufen. Ich habe den ja einen Catwalk gebaut. Aber manchmal ist mir das nicht ganz geheuer, wenn die dann so über meinem Kopf rumlaufen. Jetzt machen sie unten weiter. Da läuft Batman gerade im Hintergrund, setzt sich dahin. Ja, ja. So, glaube denen, ihre 5 Minuten sind vorbei. Das mit den Ästen, mit den Bäumen, das ist ja, die sind echt ziemlich nah dran. Ne? Halleluja.
So, aber wenn das erste Stück fertig ist, wenn er einmal rum ist, dann sollte es eigentlich ganz gut sein. Da steht der Abfahrer. Gut, dann schauen wir mal. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Hier. Willkommen in Ihren Fans. Haben wir noch was zum Fliegen? Oh, okay. Haben wir da schon einen Kurs für? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber nicht. Dann lassen wir ihmchen jetzt mal 51 machen. Der kommt hier rein, fährt hier raus, also hier unten können wir die Zielposition machen. Scharf sollte funktionieren. Dann sieht das ganz gut aus. Neuer Ordner, Feld 51. Speichern. Flügen 9 Meter auf. Feld 51, sagte ich. Und dann lassen wir ihn fahren. So, der hängt wieder. Dann fahren wir ihn noch ein Stückchen zurück. Dann sollte er jetzt vorbeifahren. Genau, dann kann man ihn wieder anschalten. Das wird doch nichts. Ah, doch. War noch früh genug eingezogen. Schweinehaft. Aber 2,7 Meter ist mal gar nichts, ne? Das ist nicht viel. Dauert ein bisschen. Das dauert wirklich ein bisschen. So, das haben wir jetzt. 40 läuft. Die 51 laufen. Dann schauen wir uns nochmal die Tiere an, was die so sagen. Mischration sollte noch gut sein. Milch braucht man nichts abzuholen. Eier 0, weil es ja noch Küken sind, ne? Sind die nicht putzig? So, wir produzieren doch jetzt noch Butter, ne? Mischration haben wir noch 19.000 Liter, ist auch okay. So, was brauchen denn jetzt? Ach, der Kuhstall ist voll, ne? Oh ja. Der Kuhstall ist voll. Dann könnten wir noch den Rest, obwohl ich es noch nicht habe, aber bevor das... Verdammelt das Wasser im Tank? Können wir bei den Schweinen noch abliefern? Habe ich getroffen? Oder ist auch schon voll?
Auch schon voll. Okay. Ziegenstall ist auch voll mit Wasser. Oh, das ist ja jetzt aber. Hab ich schon Mist? Ja, ich habe hier Mist. Was sagt denn der Hühnerstall? Ist auch voll. Oh, also stellen wir das fast doch voll auf den Hof. Aber halt voll. Ich aber wie kein Parkplatz. Achso, kein Weg von zum Gallungen 1 ist klar, weil er da auf der einen parkt. Aber hier müsste er doch finden. Nö. Weil. Falsch rum. Ah. Weil der Weg geht so rum. Dann fahren wir hier lang. Dann lassen wir ihn hier lang fahren. Der fährt auch. Der Big M. Hier nochmal drin. Ah, der könnte eigentlich noch als zweiter Abfahrer dienen. Ich habe doch hier noch mein Hängerchen stehen. Ja. Der fährt dann den Drescher auf Feld 40 ab. Feld 40 und möchte dann gerne zum Verkauf Ossis Hotel. Unendlich natürlich und erst bei Stallungen angekommen. Dann kann der erstmal zur Seite. Der geht erstmal hier nach der Seite hin. Wahrscheinlich wird der nachher noch gebraucht. Habe ich auch toll einsortiert in das Regal. Ne? Das war Saatgut. Nee, das war Dünger, ne? Mineraldünger, genau. Mal, der ist am Fliegen. Er macht gerade sein zweites Vorgewende. Die sind hinter mir immer noch am Kasempeln. Oh, da kommt er schon. Das gut geht, was die jetzt hier davor haben. Ja, ein bisschen zu weit gefahren, hat ihn nicht gesehen. Ist wohl ein bisschen zu klein, das Fahrzeug, das Erntefahrzeug.
Ich bin gespannt, ob das funktioniert, ob er jetzt abladen kann. Jetzt macht das Slalom in die Bäume. Okay. Ja. Sollte mal schauen, ob da im Führerhaus eine Flasche Wodka liegt oder so. Bei so Schlangenlinien fährt man nicht mit Bier. Sehr interessant, was die hier machen. Was noch schafft, ihn abzufahren oder nicht? Die andere Frage ist, ist der Anhänger nicht zu hoch? Oh, jetzt kommt er. Kommt er? Schafft er nicht. Zu wenig Platz. Aber das sieht langsam mittlerweile immer besser aus mit Autodrive und Cosplay. Also wenn man an die ersten Versionen vom LS22 denkt, ne, da war das gar kein, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also ich finde schon klasse, was die da gemacht haben und wie schnell in was für einer kurzen Zeit das jetzt so weit möglich ist. Da kommt er. Und? Los City Wolf. Hab dich schon vermisst? Ja. Scheint ja jetzt einigermaßen zu funktionieren. Ich denke mal, wenn er in der nächsten Vorgewende ist, dann wird das noch besser. Wenn du jetzt gesagt hättest, hey, das geht dich gar nichts an, dann wäre das auch okay gewesen. Ne? Also, ich habe ja keinen Anspruch darauf, dass du oder dass ihr immer da seid, wenn ich streame. Ja, da gibt es keinen Anspruch drauf. Oder so. Wenn ihr da seid, seid ihr da, dann freue ich mich. Wenn ihr nicht da seid, seid ihr eben nicht da. Werde ich aufs Ende. So, haben wir denn jetzt noch irgendwas an Aufträgen? Ich brauche unbedingt Geld, ne? Ich war jung und brauchte das Geld. Habe ich eine Seemaschine? Ne, ich glaube nicht. Düngen? Habe ich einen Düngerstreuer schon? Wenn ich wüsste, was ich immer habe. Nee, habe ich nicht, weil ich die Amazone für beides benutze. Zurzeit. Okay, dann hat sich das erledigt. Eine Sämaschine habe ich auch noch nicht. Die würde ich mir jetzt, glaube ich, auch nicht kaufen. Ich müsste doch eine Seemaschine haben. Doch. Oh, Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt mit dem Hustenanfall ins Mikro rein. Ja, ich bin erkältet. Hat mich mal wieder erwischt. Mal wieder. So, Dezember hatte ich ja Corona und jetzt die Erkältung. Muss nicht sein. Wir haben eine Seemaschine. Haben wir denn auch Material zum Sehen?
10.000, das ist nicht viel, ne? Sollte vielleicht reichen. Mineraldünger, ich wollte Saatmaschine. Ach, Mann. Ja, ich bin leicht unkonzentriert. Da habe ich 30.000 drin. Gut. Das heißt, er könnte den Auftrag machen. Die Frage ist nur, wo ist das die Saatmaschine? Nee, das ist der Wender. Wo habe ich die stehen? Auf der Suche nach der Saatmaschine. Ich glaube, hier ist nichts drin. War auch nichts drin. Da ist sie. Tada. Das ist der Nachteil, wenn die Tore immer zu sind. So, das stellen wir da mal um auf die Kale. Dann nehmen wir den Auftrag an. Na, Kinders, werdet ihr euch da nach hinten einig? War denn Van? Oh, jetzt kriegen die sich richtig in die Haare. Es geht hier, gibt hier gleich Mord und Totschlag. Hier. Feld 38 soll er machen. Haben wir denn für Feld 38 schon was? Natürlich nicht. Machen wir das direkt hier. Hier ist die Einfahrt, hier kommt der wieder raus. Okay. Job erstellen. Zwölf Meter, zwei Vorgängerwände. Scharf könnte bei dem Feld funktionieren. Ja. So, Feld 38. Wie neuer Ordner F38. Speichern. Wählen 12 Meter auf. Was? Einmal anschalten und Tschüssikowski. Also mit dem automatischen Tür öffnen, also Tore öffnen und schließen, finde ich immer klasse. Das sieht immer so cool aus, wenn die dann durch die bis zu den geschlossenen Toren ranfahren, dann geht das auf. Das ist genauso jetzt hier mit der Hofausfahrt, die ist offen. Aber die müsste sich ja dann gleich schließen, wenn er durch ist. Wupp, und schon ist sie geschlossen. Finde ich cool. So, was? Wie sind wir denn jetzt hier auf Feld 40 verblieben?
Der versucht immer noch. Ach, wisst ihr, was ich jetzt da gar nicht eingestellt habe? Der Reinpferd, Betepferd. Ich hoffe, das klappt so, dass er dann so abfahren kann. Ich habe nicht dran gedacht, auf Bete umzuschalten. Läuft ja. So, wo bleibt er? Könnte natürlich auch von Hand mal abfahren, ne? Bevor der anhält, bevor der aufhört. Aber dann kommt mir doch jetzt gleich der andere entgegen, ne? In die Quere. Aber ist ja toll. Gut, dann kann er weg. Eine unfallfreie Fahrt. Nicht, dass mein Zähler noch weiter nach oben gesetzt wird. Da bin ich ja gespannt drauf. So. Dann können wir uns zurücklehnen, ne? Und sogar ohne Unfall abgeladen, aufgeladen. Aber ich habe den Dings noch nicht eingestellt gehabt. Oh, der ist jetzt schon da. Ah, guck mal einer an. Das ist ja interessant. Süß, ne? Der kleine Traktor hinter dem großen, vor dem großen Anhänger. Ah, das wird sich jetzt wahrscheinlich gleich ändern, wenn er dann in den Reihen ist, dann können die besser abfahren. Sieht gut aus, echt, sieht echt gut aus. Das kann man so laufen lassen. Ich bin echt positiv überrascht. Das ist klasse. So, ich möchte... Guck mal, schauen wir uns mal jetzt die Einfahrt... Ja. Keine Ahnung, was er macht, aber er macht schon was. So, das läuft. Schauen wir uns mal die Hoteleinfahrt jetzt an. Ein Hotel, was so viel Kartoffeln braucht, haben die so einen Pommes als Wettbewerb? Das wird doch nichts. Aber guck. Kein Unfall, ne? Der steht genau einen Zentimeter davor.